Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Quest for Glory 1, die VGA-Version, zu begrüßen. Ich habe mal ganz kurz ein bisschen probiert gehabt, wann Mitternacht sein könnte. Und ich habe dann einfach gespeichert gehabt. Ich bin eigentlich nur hin und her gerannt, habe einmal auf Schlafen gedrückt, dann war die Nacht jung. Dann bin ich noch ein paar Mal hin und her gerannt, weil ja man nach dem Schlafen nicht sofort wieder schlafen kann. Und ja, danach war Mitternacht. Also er sagt jetzt zumindest mal, ist in the middle of the night. Und ich hoffe mal, das langt jetzt, dass ich nicht hundertprozentig auf die Minute genau da sein muss. Aber ich glaube es eigentlich nicht. So, also mehr habe ich auch nicht gemacht wie gehabt. Und da ich nicht wusste, wie das genau, wie lang das dauert. Da ich ja auch, wie gesagt, nicht ständig resten kann, ausruhen kann, bis es so weit ist. Ja, habe ich es einfach mal so gemacht. Lass uns den Trank trinken, der war teuer genug. Und dann lass uns mal schauen, ob wir an diese Mandrake-Rot rankommen. An diese Wurzel. Ja, das kennen wir. So, können wir sie denn jetzt mitnehmen? You wrench the Mandrake plant free from the tombstone on which it has grown. You hear a scream like that of a dying child as you yank the root from the ground. Okay, wir haben sie. Da ist er. You have one Mandrake root. Ja, es ist die Frage. Verfällt die auch wieder? Oder darf man sie nur pflücken, sobald Nacht ist? Aber tragen, auch wenn man es Tag ist? Oder ist es da ein Problem? Ich würde sagen, wir versuchen mal, ob wir gleich zu Jaga-Dingsbums kommen, damit es hier erledigt ist, diese Quest. Und sie uns nicht verfolgt und uns wieder in einen Frosch verwandelt. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier... wo war der Graveyard? Da ist der Graveyard, richtig? Genau, dann gehen wir hier mal nach Norden 2. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen, weil... Im Dunkeln sollen ja auch die Gegner etwas, genau, heftiger sein. Wow. Wir sind wahrscheinlich einfach noch nicht gut genug für dieses Vieh. Wir halten uns aber besser, als ich gedacht habe. Aber gleich sind wir wieder K.O. Au. Ja, und jetzt sind wir wieder zu K.O. Genau. Mist. Das ist das, was ich befürchtet habe, dass es hier einfach... dass hier einfach zu viele Gegner sind. Die uns gefährlich werden könnten. Da braucht man Glück, um da hinzukommen. Mal, da war noch dieser Ork am Busch, oder? Ist das so eine gescheite Idee, da nachts lang zu gehen? Ah, sah gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Uff. So, you made it back, did you? She is expecting you. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Erst einmal muss diese Hütte wieder runter. Und zwar nicht am besten auf uns drauf. Hut of Brown, now sit down. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Back so soon? Spirits of Mist and Creatures of Bog, transform my guest to the shape of a frog. Nicht schon wieder. This I for stay there now. Once again you are a frog and once again you can't move. You find it very exasperating. Yum yum, froggy frappy. Did you bring me my mandrake like you promised?
As you make a feeble croaking sound, you try to nude your head. Well, where is it? What's the matter? Get a frog in your throat? I suppose I have turned you back into whatever it is that you are aware. Pity, you are much more appetizing this way. Creatures of bog and spirits of fog, return the true form to this rather dumb frog. Now, did you put it in your backpack? Ah, here is it. Kids, we have it. There's it, the final ingredient. Now we can make our greatest creation. Mandrake mousse. Lecker. The tingling sensation is wearing off. Okay. What's that, children? You think we should reward your lecky here? Very well, ex-frog. I'll let your life live this time. Next time through, it's frog legs, for sure. So, go! What an awful creature to turn me in a frog, you say to yourself. Someday, I must return the favor. Aber sie wird uns jetzt nicht mehr verfolgen und das ist doch schon mal ziemlich gut. Das heißt, wir sind jetzt erstmal wieder sicher, ja. Lass uns mal versuchen, ob wir zu Eranias Peace kommen. Lebend. Wow, 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 wow. Die waren auch schon etwas hart. Wir müssen unbedingt. Oh, wir haben. Ist ja cool. Wir haben ihn. Können wir das Schild mitnehmen? Oder durchsuchen einfach. Ja, okay. You find 25 silver coins and carefully place them. Ah, sehr schön. Okay. Unsere Stats. Intelligenz, Agility, Luck, Weapon Use. Okay, sehr schön. Ah, wir haben es geschafft. So. Versuchen, dahin zu kommen, damit wir uns ausruhen können. Im Dunkeln durch den Wald ist keine so gute Idee. Haben wir ja schon gesehen, es sei denn, wir wären schon ziemlich gut. Und dann wäre die Sache natürlich problemloser, aber so ist es. Oh, hoppla. Ach, Menschen, Skinner. Der schützt sich immer mit diesem blöden Schild. Und gleich sind wir wieder tot. Weil uns die Stamina ausgehen. Ah, die Kämpfe, das ist nicht ganz so toll gemacht, finde ich. Was haben wir denn für die Stamina gerade? 22, das sollte doch eigentlich langen. Das Problem ist halt, dass der sich mit seinem Schild hier immer wieder schützt. Und dann geht unsere Ausdauer runter und das ist dann das Problem. Können wir schon wieder vergessen? Nee, das kannst du vergessen. Ich kann ja auch nicht laden. So, und das war's. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, gehen wir halt hier lang. In der Hoffnung, wir kommen vor dem Weg hier. Kriegen wir, wenn der uns jetzt so verfolgt, kriegen wir dann Probleme mit anderen Kreaturen oder kommen das dann irgendwann mal mehrere auf uns zu? Naja, hierher verfolgt er uns nicht. Also hier sind wir eigentlich auch relativ sicher, glaube ich. Jetzt habe ich mich gefragt schon, ob wir hier vielleicht rasten sollten.
Weil hier scheint man relativ sicher vor Gegnern zu sein. Ah, gegen dich können wir kämpfen. Das geht. Ich glaube, gegen dich sollte es kein so großes Problem sein. Oder? Ja, das ging. Gut. 4 Silbercoins, sehr gut. Das war nicht so gut. Irgendwann kriegen wir dich auch mal. Aber nicht jetzt. Ja, also, wenn ich gewusst hätte, dass Stamina so wichtig ist, hätte ich wahrscheinlich auch Stamina mal gedingst. Kein Gegner. Ja, wir haben es fast geschafft, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, wir müssen nur noch hier hochkommen. Dann haben wir es. Uff. Ich glaube, hier können wir jetzt übernachten. Sleep all the night. Hier sollten wir sicher sein. You sleep comfortably among the fragment flowers. You awake as the sun begins to rise. Sehr schön. Können wir da nochmal Pflanzen mitnehmen, um uns ein bisschen unsere Geldvorräte aufzufrischen? Ja, das geht. Dann sollten wir, glaube ich, als nächstes Mal tatsächlich ein bisschen trainieren, weil unsere Stats, naja, ich finde, sie sehen noch nicht so gut aus mit 23. Donnert es gerade draußen? Ich glaube, es hat gerade gedonnert. Ich hasse Gewitter. Na gut, lasst uns hier mal ein bisschen trainieren, glaube ich. Weil gegen die Brigands, oder wie sie heißen, haben wir noch keine große Chance. Vielleicht können wir auch noch mal zum Ding... Ah, genau. Oh, Moment. Genau, werfen noch mal kurz. Ah, hat nicht mehr geklappt. Ja, gegen die kommen wir doch relativ gut jetzt klar. Gegen die kommen wir wirklich gut klar. Oh, you find a single silver coin carefully. Nur eine einzige. Ja, okay. Strength, Vitality, Luck. Ja. Jetzt ist die Frage, wir haben ja gesehen gehabt, wir sind einfach noch nicht gut genug. Die Frage ist, wie oft müssen wir das jetzt noch machen hier, dass wir hier gegen so, naja, Monster kämpfen. Ich finde es ein bisschen, es dauert relativ lange, bis wir da ein bisschen gesteigert sind. Wir sollten auch noch mal beim Typ vorbeigehen im Schloss und da ein wenig steigern, glaube ich. Das Problem ist, die Monster, manchmal kommen sie richtig en masse und manchmal halt, naja, manchmal halt nicht. Ja, und der ist halt doch etwas problematisch hier. Wegen diesem blöden Schild. Entweder gibt es da einen Trick, den ich aber noch nicht kenne. Weil der ist immer... Der ist immer relativ gut geschützt. Habt ihr ja gesehen gehabt. Aber wenn du einmal den hast, dann zack, zack, zack drauf und dann geht's eigentlich. Okay. Wie sieht's jetzt aus hier mit unseren Dings? Agility ist hochgegangen, Vitalität ist hochgegangen, Weapon Use ist hochgegangen, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus.
Dann sollten wir aber noch mal kurz, wie lang? Ja, es gewittert draußen. 30 Minuten resten. Dann haben wir, oh, das hat nicht viel gebracht. Wenn wir von der Frucht oben noch mal essen oder von unseren Rationen. Was passiert, wenn wir die Rationen essen? Was geht dann wieder hoch eigentlich? Was bringt uns das jetzt? Ich glaube, nur die Health ist hochgegangen, aber nicht das Stamina. Ich muss mal nachschauen, wie man Stamina hochkriegt, außer sich auszuruhen. Ich hätte wahrscheinlich 60 Minuten mich ausruhen sollen. Es, oh, bella. So, ich wollte nochmal von der Frucht da oben fressen, essen, nicht fressen, von Erana's Peace, weil in der Hoffnung, dass es unser Stamina vielleicht wieder erhöht, das wäre gar nicht mal so schlecht, dann wäre das wirklich ein guter Teil, um, ein bisschen zu leveln. Also wir haben Stamina 8. Moment, was war das? 44 und 8, genau. Und jetzt haben wir 44 und 8. Hat eigentlich nichts gebracht. Mist. Das heißt, wir müssen uns ausruhen. Ja, 23 hat noch nicht so viel gebracht. Lass uns vielleicht mal zum Schloss zurückgehen. Okay, lasst uns erstmal den Gegner erledigen. Okay. Erstmal zum Schloss hochgehen und dann vielleicht nochmal mit dem Typen reden. Beim Schloss vielleicht nochmal ausruhen, dann mit dem Typen reden. Und dann nochmal schauen, was Sache ist. Ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile wieder genug Gold, um uns ein Zimmer leisten zu können, wenn es dann abends wird. Ah ja, genau. Kurz nochmal nachgeschaut, wie es aussieht. Wir müssen weiter nach Süden. Oh ja, den machen wir noch. Das sollte tatsächlich kein Problem mehr sein. Ein bisschen Silber, ein bisschen Dings, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wahrscheinlich brauchen wir vielleicht auch, um die Gegner im Danach zu besiegen. Vielleicht brauchen wir da auch die bessere Rüstung. Gab es auch ein besseres Schwert zu kaufen? Ich glaube nicht. Naja, egal. Ah, genau. Wir können die Federn nochmal abgeben. Nochmal Geld machen. Nicht die Federn. Die Blumen. Das können wir auch noch mal probieren. Wie viel hat sie denn gesagt, geben die? Ganz kurz schauen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 51 Silber. So. 56 Silber. Das heißt, ja, 5 Silber hat es gegeben. 5 Silber, das ist eine Übernachtung, das ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Okay. Ja, aber wenn ich das so sehe, wie lange das noch dauert.
Lasst uns hier nochmal kurz ausruhen. 60 Minuten. Jetzt fühlen wir uns schon besser. 27, 48. Ja, gut. Dann schauen wir mal, ob wir wieder gegen den kämpfen können. Ob das was bringt. Und ansonsten haben wir eigentlich nur noch... Ah, nee, wir haben auch noch im Süden noch was, was wir machen. Ach, der ist gar nicht da. Krumpf. Jetzt ist der gar nicht da. Ist der nur zu einer bestimmten Tageszeit da? Es ist möglich. Das ist sehr, sehr schade. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal mit dem trainieren. Hat er gesagt, ich soll nochmal wiederkommen. Kann aber sein, dass der nur zu einer bestimmten Tageszeit entweder morgens, mittags oder abends da ist. Nachts denke ich eher nicht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz woanders hin. Und, oh, wer bist du? Ich wollte jetzt eigentlich zu dieser Hütte nach unten gehen. Nicht dieser Hütte, diesen verschlossenen Dings, wo wir beim Wasserfall haben. Next to the town's wall, you notice a man who appears to be waiting for someone. His dagger looks like a particularly deadly weapon, and the thief handles it with great skill. What's in it for me? If you give me a silver, I might have a bit info you can use. Na gut, wir geben dir mal ein Silber und du gibst uns Informationen. For another silver, I can tell you about where you go to find the Baron, Baba Yaga or some goblins who have a lot of treasures. So if you want some information, hand me some cash. Wo gehst du hin? Ah. Was passiert, wenn wir dir 10 gleich 10 Goldmünzen geben? Nee, es geht. Name. Just call me Bruno. She's an ugly hag who lived in a white house. Who knows some magic? Her place is due west of the Baron's place. Can't miss it. And for 2 gold, I tell you how to get into her hut. Nein, danke, das wissen wir schon. Schissen, das hatten wir schon. Baron? Yeah, just take the road north from here past the healers until you get to his castle. Lots of monsters in the valley, most of them are worms through. Haha, the Antwerp is a good monster if you to fight. It loves to play. The little pests are just northwest of the cemetery. They're a bunch of worms. He's some kind of magic user and he laughs a lot. That's all I know. She's got some good potions. Her hut is just to the north of here. Okay, das ist, ja. So viel Information, das hat man eigentlich alles schon. Na gut. Hätte ja sein können, dass er noch andere Sachen bringt. Egal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.